ist ein sicher ein utopischer Aufwand, dass du das nicht geregelt kriegst. Das, jetzt, wo ich da von Schmerz kriege, wieder Bock. Kurz sie fix. Habe die Ehre, ich bin's, der Birger. Conny, Florian, Speziwirtschaft. So, wunderschön. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge Sommerpausenfolgen Kurzloch-Stopf-Dings. Geil. Wir haben uns Kommentare von euch außergekrabbelt, wo ihr uns Fragen stellt oder Themenvorschläge habt, wo wir uns kurz darüber unterhalten können, damit in der Sommerpause einfach gar nichts kommt. Und heute habe ich was dabei, wo ich leider Gottes vergessen habe, wer den Kommentar geschrieben hat. Was hab ich? Sonst letztes Mal schon gesagt, dass in der Sommerpause einfach gar nichts kommt. Vielleicht kommt in der Sommerpause einfach auch gar nichts. Ja, und nimm auf und dann drop it into the Müll. Ich habe leider vergessen, wer den Kommentar geschrieben hat. Scheint aber mein Haupt, wer den geschrieben hat, ab in die Kommentare. Ich pinne die dann oben fest. Danke, Kanta, für deinen guten Beitrag. Und zwar, jetzt bei so wacht. Woher kennen wir uns? Kennt doch hier nichts an. Echt so. Gute Frage. Das ist typisch privat für dich. Okay, Outro! Okay, eigentlich ein lustiger Spaß. Bis zum nächsten Mal. Aber wir lassen die Folge jetzt trotzdem 15 Minuten laufen. Also das sehen wir jetzt einfach. Ich surfe ein wenig. Ich trinke die ganze Zeit so. Ja, und ich schnacksel jetzt Axolotl. Soll ich was recherchieren? Ja. Was wolltest du schon immer mal wie wissen? Wie tief ist die Titanic? Haben wir letztens schon 3000 Meter. Ach so, guter Witz. Aha. Super Witz. Woher kenne ich dich, du Vollidiot? Das ist eine gute Frage. Das ist, ja, das ist eigentlich. Aber bei uns ist es eigentlich ziemlich einfach. Bei dir tue ich mich dann halt. Bei uns wird es schwieriger, ja. Ja. Wer verzeihst du dich? Ich verzeih es. Wer fangt noch? Woher ich sag, ich kenn verzeih ich jetzt. Ja, okay, verzeih du. Okay, verzeih du, woher wir uns kennen. Schwulen Bukake von Bruno. Oh Mann. Ach. Schon, oder? Musst du mir die Wahrheit erzählen. Mal haben wir bei unseren schwulen Bukaken immer so Masken auf, so, ja. So Motorradmasken. Ich muss meinem Schwanz sogar nicht aufsitzen. Aber wegen den kennt ganz lang aus. So, nochmal von vorn. Florian, du fangst an. Woher kennst du den Kani? Woher kennt ihr euch? Weiß ich auch nicht zum Beispiel, was ihr überhaupt miteinander zu tun habt. Wir kennen uns durch die, ja. Durch die, ich weiß nicht mehr, wo wir uns gesehen haben. Ja, wie hat das angefangen, wie ist das zustande gekommen? Keine Ahnung. Eigentlich haben wir uns so ein, zwei Mal haben wir uns bei dir, glaube ich, einmal gesehen. Auf bei mir da? Ja. Ich meine schon, ja. Du hast einmal, glaube ich, hast sogar so ein... sogar mein Bruder war schon mal da mit ihm. Was? Es war ganz, ja. Ich konnte es nicht auch sein, beim Burger essen oder so. Hast du nicht einmal Burger gemacht? Was du? Ah, nein, du hast... Ich war öfter mal bei Burger gezeigt, ja. Ja, da glaube ich einmal und... Auf jeden Fall ein, zwei Mal haben wir uns da gesehen und dann unsere Freundschaft ist eigentlich wirklich damals entstanden, wie wir schon gesagt haben, im Rezo. Oh ja, erzähl weiter. Und im Rezo haben wir uns dann gesehen, wo leck, Kali, wir haben uns so lange nicht mehr gesehen, wo leck, Flo, ey, jetzt trinken wir einen. Weißt du, was die Audioqualität besser machst, wenn du da hintere redst? Okay. Und am besten so, wo leck, krass, Alter, das ist voll super. Okay. Hätten wir jetzt nur her eine Mikrofonstände. Hätten wir nur her eine Mikrofonstände. Und ja, dann haben wir uns halt da gesehen und haben uns richtig gefreut, weil natürlich overhyped 3000 nach 12 Bier. Straight from the heart. Ja, das war wirklich, da fühlt man das auch. Mhm. Und ja, da haben wir uns halt gegenseitig Getränke bestellt. Du bist ein Booker-Typ, gell? Du bist ein Booker. Weil ich hab dann einen Tequila-Hobby ausgegeben und dann er so, oh, den Scheiß sauf ich nicht. Ich so, freilich saufst du. Ja, aber danach gib ich einen aus, ja. Und dann hat man einen Tequila drungen und dann haben wir einen Sambuca drungen und das, glaube ich, ist dann 5-6 Mal so hin und her gegangen. Wie lange ist das her? Wann war das ungefähr? Ja, das ist ewig, ja. Da war ich vielleicht 19, 20 Jahre alt. Das ist wirklich ewig her. Also so 6, 7, 8 Jahre wird das schwer sein. Ja. Wenn nicht länger. Ich muss gerade, wenn das in so Rippelfressen Abenden und so weiter war, dann war höchstwahrscheinlich das in den ein, zwei Jahren, wo ich hardcore hyped aufs Grillen war und eigentlich jedes Wochenende fünfmal fast gegrillt habe. dann ist das auch eine Zeit her, lang her. Das ist ewig her, wir kommen wirklich schon ewig, tatsächlich. Krass. Tatsache wohl. Hab ich nicht gewusst. Jetzt weißt du. Hab ich nicht gewusst. Woher kennen wir uns? Kannst du nicht sagen, also in der Realschule, glaube ich, hat man sie zwar gesehen, aber nicht wirklich kennt. Ich habe nicht gewusst, wer es bist, glaube ich. Wenn ich versuche, mich zurückzuerinnern,
ich glaube, man ist ja da früher dann auf die Bauernfestel umeinander und da hat man sich dann auch wieder und irgendwann war es da einfach. Ja, ich glaube. Dann haben wir gespannt, du bist ein Vollidiot und dann, dann hat das einfach seinen Lauf genommen, irgendwie so. Glaube ich. Super. Ich konnte es nicht mehr rekonstruieren. Ja, nicht, nein, keine Chance. Aber es waren halt, halt auch die ganze Gruppen, da hat man immer irgendjemanden kennt und so, ist man dann einfach zusammengekommen. Mit wem warst denn du da unterwegs? Ah, die glaube ich, hast du nicht kennt, weil ich war mit ein paar Wojerstoffer oft unterwegs. Ja, ich wollte dir sagen, du warst bei den Wojerstoffer dabei. Ja. Da kenne ich wirklich nicht fein. Hast du nichts versandt? Hat die nicht die mit den Gurken hinter die Dinger? Nein, das war toll Finger. Ah. Ist aber nicht weit weg. Ähnlich. Die Wurststoff haben sich gegenseitig in die Gurken poliert. Ja, okay, so ist das, so ist das irgendwann dann zustande gekommen. Und dann immer mehrere Fortgänger. Ja. Dann lernt man sich kennen, filmnarisch, was die Interessen sind, zocken, bla, das passt halt dann zusammen. Irgendwann wollte man mal. Das war noch vor meinem YouTube-Dasein, sag ich mal, wo haben wir mal noch angefangen oder haben wir überlegt, also Filme zu machen. Ja, genau. Das haben wir bei mir und da habe ich dann halt natürlich auch an dich gedacht, weil ich dich dafür einen fähigen und interessierten Kerl halte. Der, wo dabei war, auch, da war ich sogar richtig erstaunt darüber, dass der so richtig reingeht. Hat alles dann irgendwie nie was daraus geworden, leider. Scheiße. Weil einfach da wird halt einfach auch geglaubt, was das für ein Aufwand ist. Das ist. Man muss da wirklich jetzt Wochenende. Wenn nicht mehr. Anders geht es ja gar nicht im Erwachsenen-Dasein. Du hast überhaupt keine Chance, wann sollst du das sonst machen am Wochenende? Und dann fangen so Sachen an, dann brauchen wir Leute. Und wenn das einigermaßen was gescheit sei, dann nimmst du nicht irgendwelche Trottel, die was du halt kennst, ja. Sondern da musst du da Leute finden, die das kennen. Leider aus einem Theater zumindest oder irgend so. Das ist einfach unfassbar. Ich habe auch während meinem YouTube-Dasein immer noch, wir haben ja wieder einmal zusammengesessen, während meinem YouTube-Dasein schon. Projektname mag ich jetzt nicht sagen, weil ich es nicht verraten will und nicht spoilern will. Da gibt es Konzepte und da gibt's Storylines und angefangene Skripte, die fast fertig sind, Mann. Und ich halte das immer noch für eine unfassbar gute Idee und zwar es warten zwei unfassbar gute Staffeln. Aber es ist ein Aufwand, der nicht zum Regeln ist. Das ist utopisch. Da haben wir eh schon alles runtergeregelt. Einige wissen es aus den Streams, weil ich darüber geredet habe mal. Diese Webserie, wo wir da machen wollten. Mhm. Und das wollten wir eh schon in Bildern machen. Also im Prinzip ist es ein Hörspiel mit ein bisschen bewegten Bildern. Selbst das, es ist ein sehr utopischer Aufwand, dass du das nicht geregelt kriegst. Jetzt wo ich da von Schmerz kriege, wieder Bock. Kruzifix. Weil ich gerade im Kopf habe, wie die erste Staffel, die war so unfassbar gut. Oh, das ist so eine unfassbar gute Idee. Mit einem unfassbar guten Plot-Twist und war das gut. Damit. Woher kämen wir uns? Das ist eigentlich auch relativ einfach. Eigentlich ja, und ein ziemlich komischer Zufall. Wir haben da weit über einem Jahrzehnt, also ich habe die Arbeit gewechselt und du hast angefangen zu arbeiten, weißt du, so jung warst? 2010 oder 2011, glaube ich. 11. Also ich war schon da, ich bin 2010 gekommen. Nein, war dann hast du nicht einen Monat vor mir angefangen, wir haben doch ziemlich gleich angefangen. Stimmt, das war die Biegerin, die dann ein Jahr später gekommen ist. Ihr habt als Azubis gekommen und ich habe da das Arbeiten angefangen, einen Monat vorher. Genau. Und dann habe ich so durch die Azubis durchgeschaut, habe nur Spasten gesehen, dann habe ich die gesehen. Auch einen Spasten. Aber nicht ganz so schlimm. Und dann haben wir eh schon mal geredet darüber, dann hat sich eingebürgert, dass wir zum Raucher gehen dürfen, dann haben wir im Raucher gestanden, dann haben wir festgestellt, du bist genau dasselbe Vollidiot. Ja, passt. Ja, gehen wir mal fort. Ja, ich bin aber zehn Jahre wie du. Ja, egal. Meine Weiber mag ich auch wieder. Ja, von daher glaube ich, kennen wir uns eigentlich. Ja, genau. Und jetzt hocken wir da und schmeißen wir jede Woche über Barbies diskutieren und einen Onkel Werner und Delfine in Dänemark. Und Maulfickhenkel. Genau. Und Maulfickhenkel. Maulfickhenkel. Der war. Maulfickhenkel ist der neue Onkel Werner, Alter. Ja, schnackst du ein Lottl, liegt davon, es hat zwei Maulfickhenkel. Das ist der Stereo-Safety-Frisur. Tja, dann war das auch geklärt. Ja, das war eine sehr kurze Folge. Kriegen wir nicht einmal 10 Minuten vor. Haben wir sonst noch was? Ich dachte mir, wie kann man nochmal über diese Webserie nachdenken? Ich kenn's. Das war eigentlich schon witzig. Ja. Verdammt, aber wenn es nicht so viel Arbeit war, wenn ich nicht wieder alles allein machen müsste. Fix! Du musst nicht immer alles erlauben. Weißt du, was dein größtes Problem ist? Oh, ich brauche so viel Hilfe, ich konnte es nicht erlauben. Dann machst du es trotzdem erlauben. Ja, weil wir wollen nicht, wo du mit Scheiße ist. Ganz einfach. Oh. Ja? Oh. Ja, ne, oh. Das ist so etwas, was dir einfällt. Oh. What the fuck? Was? Lass einfach. Das wird sich einmal alles zurückhalten. Ich habe so viel Arbeit, ich muss immer alles erlauben machen. Nein, du magst alles erlauben machen. Ich habe die einmal wieder was. Wir haben einen TikTok-Kanal übrigens auch mit der Spezi-Wirtschaft. Hast du einmal was gepostet, den Titel wie gelesen, aber ich meine, ich kriege einen Kretz im Hirn. Im TikTok.
Und TikTok. Ich krieg TikTok im Hirn. Weiß ich nicht mehr. Das war gar kein Titel. Ja, was? Scheiße, aber ich will. Das war gar kein Titel. Ja, du hast. Ja, das ist noch schlimmer, du hast das Video so die Titel auf. Herzlichen Glückwunsch. Dann kann ich es gleich selber machen. Sorry, Mr. TikTok. Was soll ich machen? Ja, ich bin auch behindert. Ich weiß es eh. So, jetzt haben wir aber 10 Minuten voll gekriegt. 20 Liebes zu Satin. Ja, die schmusen 10 Minuten, 14, 10 Minuten 14 haben wir. Wenn der andere sein Dreck als Arschloch in die Kamera halten kann, dann können wir mir auch schmusen. Tatsächlich. Ja. Nur wenn Enthaarungscreme daran drum ist. Eigentlich schon, der hat wirklich sein Arschloch in die Kamera. Seine ja, Hoden und seine Hoden sieht man. Das habe ich jetzt nicht gesehen, ich habe nur ganz kurz geschaut. Ja, aber ich habe das dreckige Tempo mit den Haaren drin ich gesehen. Also das ist ja dann, aber es ist schon geil, es ist dann so richtig schön clean. Eigentlich ja, schon aber geil hat Idee. Das was auf YouTube verloren. Nein. Warum ist das auf YouTube, ja? Und es ist ja nicht so, ja, das war mal eine Stunde online, sondern wie lange war es online? 10 Tage? Jetzt 10 Tage und hat 13 Millionen Aufrufe. Ja, natürlich, da ist ein Arschloch zu sehen, weil die haben alle noch kein Arschloch nicht gesehen, die säftige Frisurtrottel. Nein, die Fickmalhänkel. Auf jeden Fall nicht so glatt. Wow. Aber das gefällt mir, fick mal Henkeltrottel, schauen Sie gerne Arschlöcher an. So, da haben wir das auch geklärt, woher das wir uns kennen. Hauptsache 10 Minuten irgendwie vollgeschissen in der Sommerpause. Wir wünschen euch einen schönen August, bis zur nächsten Woche. Da gibt es die nächsten 10 Minuten mit einer netten Kommentarfrage an uns. Von euch. Von euch. Genau. Tschüss. Okay, bye. Ab in die Kommentare, woher kennt ihr euch? Woher kennt ihr mich? Genau, woher kennt ihr uns? Woher kennt ihr uns? Ja. Das ist eine gute Frage. Eigentlich schon. Können wir drin lassen? Von Internet. Von Internet. Von Internet. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss.